Na, wo sind wir denn hier wieder gelandet? Weiß ich nicht. Ganz spontan eigentlich, mehr oder weniger, ne? Also, eigentlich war das gar nicht geplant für die Tour. Aber weil Moviepark ja Prozente hier gönnt und die eine neue Achterbahn haben, haben wir gedacht, machen wir doch mal Walibi. Und ja, ich war zwar schon letztens hier, deswegen wird das jetzt kein ausführlicher Vlog, sondern nur ein Quatsch-Vlog wahrscheinlich und die neue, der neue Themenbereich. Aber wir gucken mal. Das Gras-Auto. Und Fastback brauchen wir auf jeden Fall auch. Ja, bei dem Tor, da wird sich Jan direkt heimisch fühlen. Weil das schwul ist? Nein. Weil dann so, neben der Speedzone befindet sich jetzt hier, ja, gehört quasi noch zur Speedzone, aber ist nochmal so ein kleiner einzelner Bereich. Quasi ein Kinderbereich. Ein Kinderbereich mit einem Spielplatz da hinten. Hier natürlich der Hauptattraktion der Achterbahn von San Perla, ist ein Klon von Formula Rossa Junior. Und hier drinnen befindet sich noch ein San Perla Magic Bike. So, wo geht's jetzt rein in den Aal? Gucken wir mal. Das ist übrigens die Fläche, wo ich dachte, hier wird der RMC gebaut, aber nö. Hier ist dann so ein kleiner Kinderbereich entstanden. Die Achterbahn heißt hier Eat My Dust. Und der Zug sieht sehr cool aus. Wir sind gespannt. Ja, also der Zug, der sieht schon... Ich geh nach hinten. Der sieht schon sehr cool aus. So, wir kommen jetzt aus Eat My Dust, dem neuen San Perla Junior Coaster hier im Walibi Holland. Fährt sich ultra sanft. Also ich glaube, das war so ziemlich der smoothste San Perla Coaster, den ich bis jetzt gefahren bin. Und auch mit der schönste, also bei dem Zug. Vor allem hat man auch endlich mal Platz in so einem San Perla Zug. Ich habe eigentlich gedacht, das wären jetzt die, die auch bei diesen kleinen wie Pinsweenet oder der in Spielpark Old Falke fehlen, wo du so null Platz hast und nicht so reinquitt. Aber du hast hier echt viel Platz in dem Zug und das sieht ja auch noch so geil aus, beziehungsweise generell hier das Gebiet. Hier stört nicht mal dieser Baustellenzaun hier, weil es irgendwie zu dem Bereich passt. Und die Toiletten sehen auch sehr cool aus, die zeige ich euch jetzt. Als Dispatch-Sound hat man noch so einen Motorgeräusch, das ist auch ganz cool. Und hier sind jetzt die Toiletten, die sehen halt auch übel cool aus. In so einem Wohnwagen. Ja, sieht schon ganz cool aus hier. Vor allem die Toiletten, die sind richtig witzig. Da hinten haben wir auch noch so einen tanzenden Fontänenplatz, wie bei Plopsa, nur dass der gerade vollkommen ausrastet. Ja, ach toll. Also dafür lohnt sich jedes Mal hier hinzukommen. Einfach an dahin zu fahren. Immer noch übrigens der AMC mit den meisten Inversionen haben wir gerade noch mal nachgeguckt. Bin gespannt, wie viel jetzt hier los ist. Das hat mal wieder richtig Bock gemacht, Alter. Wurde man jetzt rausgefahren? Also wir waren jetzt ganz hinten. Junge, ich hab den Drop. Ich vergesse immer, wie der einen runterruft. Hammer! Allgemein die Erdteil von dem Ding. Die ruppt dich so raus, das ist der Hammer. Und dann auch diese geilen Inversionen. Und was sagst du nach 4 Jahren? Cool, immer noch genauso nice wie damals. Aber der Drop. Der Drop war wild. Ja, der hat reingehauen. Richtig reingehauen. Scheiß aus. Ich finde es halt richtig doof, dass man hier nie On-Rides machen darf. Das ist, boah, der On-Ride wäre wild. Das ist halt schade. Nee, Lars, der BVB-Coaster. Da ist die Wasserbahn. Von außen wird die neu gemacht, ja. Aber ich weiß nicht, ob da innen auch was getan hat. Könnten wir natürlich fahren. So, dann stürzen wir uns jetzt auf die nächste Achterbahn, Lost Gravity.
Fand Lars auch wieder richtig kacke, nur am Rumhaten wieder. Aber ich fand die ja beim letzten Mal echt super und konnte gar nicht verstehen, warum alle immer so meckern. Weil es heißt, dass er einen Zug geben soll, der schlecht fahren soll und der andere soll gut fahren, aber ich habe noch keine schlechte Fahrt gehabt. Wo gehe ich jetzt da rein? Nein. In den Natursekt. Wir sind jetzt übrigens nicht aus Crafty gefahren, weil es da relativ voll ist. Wir gucken da gleich nochmal vorbei. Hoffentlich wird es ein bisschen leerer, wenn nicht, dann stellen wir uns halt an. Und ja, jetzt gucken wir, was wir machen. Wir haben noch ein paar Achterbahnen. Du wolltest noch den SLC unbedingt fahren, ne? Ja, wegen den Zügen. Und Express haben wir natürlich noch. Und Speed of Sound. Mal gucken. Gar kein Fall. Och Mann. Grüß an Marvin an der Stelle. Boah, da wirst du so sicke nass bei den Dingen. Hätte ich schon Bock drauf. Ja, fuck. Nee, ich alleine macht es ja keinen Sinn. Ne? Und dann macht mich nämlich noch fünf andere nass. Der sprechende Brunnen. Hallo. Jetzt sprechende Brunnen. Express. Jetzt kommt eine schöne Queue. Jetzt geht's ab, Lars. Oh oh. Ja, aber ich finde den Hellendorn fast noch gruseliger. Ja. Ratten. Der Zug. Boah, stinkt das hier. Und hier eine Wächste. Das wäre cool, ja. Jetzt kommt wieder der abgefuckte drauf. So. Ja, ist ja gut, ey. Du bist da. Und jetzt wieder Blech, das ist halt schade. Gruselig. Ja, wie immer, ganz okay. Nur der Lounge ist cool und der Effekt am Ende hat auch wieder gut funktioniert. Auch schön nach Gas da drin. Guter Song. Ja. Nee, nicht wirklich. Lars. Du musst ja nicht fahren. Ich will aber. Naja, mit den neuen Zügen ist es halt aushaltbar. Aber immer noch nicht ganz gut, ne? Aber man kann es halt fahren. Deswegen mache ich. Da ist das Takana. Nee, da ist das Hacienda. Don Pedro. Drück drauf! Das ist doch mal Klo. Aber. Oh, ihr habt gerade einen Einspieler von dem berüchtigten Partyklo hier im Walibi Holland gesehen. Es geht auch auf TikTok übelst viral, das kennt irgendwie jeder, nur weiß keiner, wo das ist. Hier ist es. Und ja, es ist echt ein bisschen bekloppt. Also stell dir mal vor, du bist da am Kacken. Und auf einmal geht es übel ab und Licht geht aus und dann... Ich bin das Ding ja letzte Mal eher hinten mit Tessa gefahren, da war es okay und aushaltbar. Aber jetzt waren wir in der dritten Reihe und das Ding schiebt dich und ballert dich da durch die Elemente. Alter, das hat man noch so gespürt, wie das scheppert. Wie konnte man das mit Schulterbügeln fahren, Alter? Junge, 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 Junge. Das war ja überall nur am scheppern. Man muss zugeben, so viel gelacht haben wir, glaube ich, schon heute nicht auf der Fahrt. Alter. Das Ding war ja nonstop am Poltern und mit einer Wucht knallt das da teilweise durch die Upstop und Laufräder. Alter Scholli, also vorne würde ich gar nicht empfehlen bei der Achterbahn. Die kann man an sich nicht empfehlen. Ja. Die Züge kannst du bei, also die Züge sind an sich ja gut, aber für bringt uns halt nicht Abreißung gut ist. Jo. Ich habe schon gesagt, das ist für alle Beteiligten das Beste. Naja, also die Züge an sich sind geil. Gerade Marjan in Polen, der fährt sich auch super gut. Den bin ich auch zweimal gefahren, weil er so Bock gemacht hat. Aber das da braucht man nicht nochmal. Also war witzig für die Fahrt, aber ja. Ich glaube, den bin ich noch nie gefahren. Aber wir fahren jetzt die Parkeisenbahn. Ja, machen die wir. Die Bimmelbahn. Ich bin das Ding noch nie gefahren. Ich auch nicht. Ich wusste nicht, dass es gibt. Jetzt fahren wir das Einhorn platt. Oh nein.
schön. War die Zugfahrt, ne? Ja, halt eine Zugfahrt. Aber gibt ganz coole Perspektiven auf die Oldtimer-Fahrt, auf die Wasserbahn und auf Lost Gravity. Also da kann man schon mal vielleicht durch. So, ja, apropos Lost Gravity, das versuchen wir jetzt nochmal. Ist ganz cool mit der Spur hier durch. Aber wir müssen den Single Rider, nicht in den Fastlane. Ui, ui, ui. Oh, der Wassereffekt ist auch kaputt. Wieder mal eine Lost Gravity-Fahrt, die nicht schlimm war. Ja, ich freue mich. Die ganzen Mimimis, die sich ja immer aufregen, meine Güte. Und vor allem außen links rasiert das Ding übel, vor allem der erste Drop. Nicht? Ja, Single Rider lohnt sich hier. Ja, Single Rider haben wir Walk-On quasi gehabt. Das stimmt. Julian. Ich glaube, das hier wird ein richtig sinnloser Vlog von mir. So, wir kommen jetzt von Goliath. Hab ich ja letztes Mal auch schon gesagt, sehr cool, vor allem hinten reißt der Drop nicht ordentlich nach runter, finde ich auch nicht fast so heftig hier wie Untamed, fährt sich ungefähr gleich, wenn du hinten sitzt, von der Airtime zumindest her. Auf dem ersten Airtime Hill richtig krasse Airtime und auf den letzten drei auch nochmal ganz cool, aber ich finde dieses Helix-Gedöns, das zieht das halt so in die Strecke und nimmt so das Tempo raus, ist halt relativ schade. Aber die Musik ballert hier wieder. Yeah. Hast du da was Schönes gefunden, Lars? Na? Single? Ach ja, hier vorne ist es dann wieder sehr schön. Da kannst du nicht rein, Lars. Ja, das war jetzt unser kleiner Ausflug hier nach Walibi Holland. Wir haben jetzt aber noch eine Station. Also sehen wir uns dann gleich wieder. Oh Gott, jetzt ballert der Wind, aber... 3D. Ui, hüpf mal da drüber wie eine Elfe. Mit diesen Worten bis gleich. Wir sind am letzten Stopp angekommen. Im Billy Bird Himmelreich, wie auch immer das ausgesprochen wird. Es gibt hier nämlich eine Achterbahn. Ganz komisch. Es gibt so übrigens auch noch einen Billy Bird Park, der hat aber keine. Hier ist ein ABC Rides Tube Coaster. Gehören die beiden zur gleichen Gruppe? Oder ist das ein Zufall, dass sie so haben? Nein, das ist dasselbe Ding, quasi nur ein anderer Standort. Sieht ganz cool von außen aus. Wir gerne gucken. Alter Verwalter. Sieht schon cool aus. Da hinten ist die Achterbahn. Die heißt, glaube ich, auch nur Achtbahn, oder? Mhm. Na, dann gehen wir mal direkt dahin. Also die Horror-Vision, die ist schon mal nicht eingetreten. Wir haben hier nämlich schon Stories gehört, wo man schon mal so eine gute Stunde wartet. Grüße an Moritz. Aber hier sieht es jetzt gerade so relativ leer aus. Alter, wie bremst er denn da ab da hinten? Aber sieht hier echt schön aus. Ja. Vor allem da hinten dann mit der coolen Burg. Ja, das ist eine Suspended Monorail mit Flügel-Hubschraubern. Oh ja. Hier ist auch noch irgendwie so ein Kinderland. Da gehen wir gleich auch mal durch. Bin mal gespannt. Das sieht ja mal witzig aus. Ja, denn. Hier ist es auch genau wieder wie in Schloss Dankern, dass der Lift ohne Leute fährt und du da unten aufsteigen musst. Das heißt, du musst immer hier hochlatschen, für das Ding zu fahren. Und Lars kann schon nicht mehr. Ja. Lars, seine erste Erfahrung mit einem Tube Coaster. Wow. Halt, sie sind einfach Wasserkanister drin. Hä? Beschwerung. Wow! Wow! Der wird hier so durchpacen. Das ist eine Rutsche. Also ein cooler Airtime-Moment. Ja, am Anfang. Alter, dieser Mann. Ja, aber. Ganz cool. Also ja. Vor allem die Location macht's halt. Ja, die Location. So, hier haben wir noch Spielplatz, Karussells.
Klettervulkan. Ja, eher so ein größerer Spielplatz, aber da sind auch so kleine Karussells oder so. Aber ich glaube, die könnten auch alle selbst mit Selbstbetätigung sein. Also ich weiß nicht, ob da irgendwie noch ein richtiges Fahrgeschäft steht. Aber da wird schon auf jeden Fall erkunden gehen. Das ist nämlich schon eine Harakiri. Hier in der großen Halle haben wir dann noch so eine Kinder-Indoor-Welt, also so eine Spielehalle, so, wie nennt man das denn? Kletterhalle? Kletterhalle. Ja, so typisches Indoor-Gedöns halt. So, wir machen uns jetzt zum Weg zur Burg. Ich kann dir gar nicht sagen, wie das Ding da überhaupt heißt, beziehungsweise was das für ein Hersteller ist. Weil das Ding nur bis 150 Kilo ist, können wir es leider nicht fahren zusammen. Dann fahren wir halt die Harakiri. Oder kann man überhaupt hier so lang gehen? Oder muss man um die Treppe gehen? Keine Ahnung, wir gucken. Oh, Lars, Rutsche. Keinen Fall. Also die wirklich nicht. Schon eine wilde Aussicht hier. Bis gleich. Oh Gott, oh Gott! Alter. Junge, seit wann wird man da so nass? Ja, lass auch. Seit wann wird man da so nass? So, bei der Rückseite bei der Burg ist auch sogar noch, kommt noch Butchi unten raus. Die scheint echt verdammt lang zu sein. Hier ist der Wallei. Der Wallei. Ja, von unten sieht die nicht mehr so cool aus. Da sind noch ganz viele Orten drin. Jo, Rutsche mit zwei Airtime-Bumps. Alter, da würden wir uns ja so aufs Maul fliegen. Hier ist noch so eine Riesenschaukel, die sind immer ganz cool. Und ein Spielplatz, der so mit Dino-Knochen thematisiert ist. Der sieht auch ganz cool aus. Lars will die nicht rutschen. Du willst den auch nicht rutschen? Ja, aber das wäre wieder ein cooler Clip gewesen. Dann wäre es ausgegangen wie ein Fahrhub. Schlimmer. So. Wir sind dann draußen vom letzten Stopp. Billy Bird war ganz cool. Es gibt halt nicht so viel zu tun, vor allem jetzt für unser Alter. Kinder kannst du hier halt, zum Beispiel jetzt gerade bei so einem geilen Wetter, kannst du einfach an den See chillen. Wenn dann noch ein bisschen wärmer ist, kannst du sogar noch da schwimmen gehen. Und da ist auch noch so ein Aquapark. Ich glaube, da ist auch noch so eine Wasserskianlage und sonst was. Ist schon ganz cool, also kostet auch nicht viel. 6,50 Euro haben wir jetzt, glaube ich, pro Nase bezahlt mit dem Plopsa-Rabatt. Aber ist auch so, glaube ich, ist nicht so wahnsinnig viel mehr. Hast halt hier eine Achterbahn, so kleinere Attraktionen, Harakiri, dieses Drehdings da, Bumster. Hinten im Kinderland hast du sowieso für Kinder ganz viel zu tun. Also für den Sommer, glaube ich, ist das hier echt ein gutes Ausflugsziel, wenn man Kinder hat. Und ja, Achterbahn ist auch ganz witzig. Ist mal nicht der 0815 Wacky Worm oder der SBF Spinner. Ist mal was anderes. Auch cool, dass da so ein Aussichtsturm rein etabliert ist. Und ja. Gut, das war's dann jetzt von unserer NL Turbo Tour. Und ich sage hier Dankeschön fürs Angucken der ganzen Vlogs, falls ihr es getan habt. Falls ihr nur diesen geguckt habt, sage ich auch Dankeschön. Like gerne dieses Video, abonniert mich gerne, wenn ihr es möchtet. Und hast du noch ein Schlusswort? Wir hatten nur einen Lost Count. Wir hatten nur einen Lost Count. Ja, und den kriegen wir schon easy nochmal irgendwie hin. Bögebögel. Der Typ war nämlich sausympathisch. Der war ein Eselmann. Gut, dann bis zum nächsten Mal und ciao.